Rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri. So, wir sind zurück mit einer neuen Folge des Rund um Nürnberg Podcast. Sportlich, extrovertiert, teure Uhr, dickes Auto. Der erfolgreiche Unternehmer George erfüllt viele Klischees und auch privat steht er auf der Sonnenseite des Lebens. Doch wie so oft, der Schein trügt. Heute bei uns zu Gast Unternehmer, Firmengründer und Buchautor. George, schön, dass du da bist. Servus. Ja, freue mich. Danke, Alban. Vielleicht vorab, wie geht's dir in diesen doch recht wilden Zeiten im Moment? Gut, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe ein gutes Training hinter mir, muss man dazu sagen. Aber ich empfehle es keinem, es mir nachzumachen. Okay. Aber doch, ist alles gut. Ja, ich war ja lange Zeit in meinem Kopf eingesperrt. Jetzt habe ich wieder mein Zuhause. Also von 0 auf 120 Quadratmeter ist ja Luxus. Bevor wir zu deinem Buch kommen, lass uns dich den Hörern da draußen erstmal vorstellen. Du hast ja doch durchaus ein recht schillerndes Leben geführt. Vielleicht gibst du vorab erstmal eine kleine Vorstellung. Wer ist der George eigentlich? Ah ja, ja, guck mal, wo fange ich denn da an? Also, im Kopf bin ich 26, auf meinem Ausweis steht 45. Ich bin mir immer noch sicher, da ist was falsch, aber okay. Gut, damit muss ich leben, ja. Ja, du, ich bin geboren in Lauf an der Pegnitz, also gleich um die Ecke, aufgewachsen in Nürnberg. Und ja, meine Kindheit war tiefenentspannt, muss ich sagen. Ich bedanke mich immer bei meinen Eltern, dass sie uns so verrückt haben aufwachsen lassen, rein in den Wald und raus aus dem Spielplatz. Ja, ja. Und ja, bin gelernter Hauptschüler, sage ich immer, ohne Abschluss, weil ich hatte keine Zeit. Ich musste auf die Europameisterschaft damals. Okay. Bin gelernter Karosseriebauer, daher auch meine Liebe zu Autos. Und war danach jahrelang Profisportler und habe tatsächlich vom Poolbillardspielen gelebt einige Jahre. Und dann hatte ich das große Glück, auf der Suche nach einem Nebenjob 1998 in der Internetwelt zu landen. Mhm. Und habe dann Deutschlands ersten und damals auch größten Online-Werbevermarkter 1998 aufgebaut. Okay. Ja. Und ja, und dann habe ich ein rasantes Jobleben hinter mir, was ich der Internetwelt, der New Economy quasi zu verdanken habe. Und war und ist immer noch spannend, diese ganze Digitalisierung da mitzumachen und habe da einige Firmen mit aufbauen dürfen und auch selber aufgebaut und ja, hat Spaß gemacht und macht Spaß. Also Europameister, sagst du? Also erzähl da mal, wo was, wie? Ein Nürnberger Europameister im Poolbillard. Ja, genau. Du kriegst ja fast das Poolbillard nicht über die Lippen. Ja. Das ist der Tisch mit den 6 Löchern in 9 Fußgröße. Ja. Okay. Zu meiner Zeit war das ein sehr bekannte Sportart, auch bei uns in Deutschland. In meinen, als ich 17 war, war die Überlegung, ob ich mit einem Stipendium in die USA gehe, weil es das tatsächlich damals an den Schulen dort gab. Und in Deutschland war das auch dann schon beim, ich glaube, damals hieß das noch DSF und auch bei RTL lief das zeitweise schon live. Mhm. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war mal in einer Kneipe, wie so jeder, zum Billardspielen. Und dann haben uns ein paar Typen angesprochen, ob wir spielen wollen. Nach 20 Minuten haben sie gefragt, ob wir um 20 Mark spielen wollen. Mein Ego hat natürlich gesagt, machen wir das. Und die habe ich dann auch schön verloren. Und ja, die wollte ich wieder zurückhaben. Okay. Und habe dann so lange trainiert und gespielt und bin dann hängen geblieben. Und habe mich dann durch einen Zufall, damals gab es noch das System neben Deutscher Meister, der zur Europameisterschaft fährt, dass auch über ein Qualifikationsturnier der Erste zur Europameisterschaft fährt, bei den Junioren damals noch. Und da habe ich mich auch qualifiziert, bin dann auch zur Europameisterschaft gefahren, damals mit 15, gleichzeitig, wo ich meinen Schulabschluss hätte machen müssen. Mhm. Aber Lernen oder Training, da war die Entscheidung relativ einfach. Also für mich ja, für meine Eltern nicht. Ja. Und dann war ich in Schweden auf Europameisterschaft, das war meine erste, da bin ich aber auch gleich rausgeflogen. Hatte aber eine geile Woche in Schweden, muss ich sagen, als junger Kerl. Und Jahre später bin ich dann nach meiner Ausbildung daran auch in den Profisport gegangen und habe quasi jede Woche Turniere gespielt. Ja, so, also wirklich 45 Turniere im Jahr. Und war auf der ganzen Welt unterwegs und bin dann auch Europameister geworden bei den Junioren, Vize-Europameister bei den Herren, Deutscher Meister, Bezirksmeister, was es halt so alles gibt. Okay, stark. Und hatte eigentlich einfach eine geile Zeit, muss man sagen, weil ich halt viel auf Reisen war. Ne? Ich war mit 15, also heutzutage freut sich meine Frau auch immer drüber, weil ich Koffer immer selber packe. Ne? Das kommt noch aus meiner Billardzeit, weil ich musste Hemden falten. Ne? Spielst du oft auch im Smoking. Und daher kann ich auch gut Koffer packen. Ne? Okay. Also es bleiben gute Sachen hängen. Hast du die Jungs noch mal getroffen von der Kneipe und deine 20 Mark zurückgeholt? Tatsächlicherweise bin ich mit einem davon heute noch befreundet. Ne? Okay. 30 Jahre später, ist eigentlich ganz witzig. Ja. Okay.
Ja, ich bin ja generell sehr beeindruckt von deiner Vita, die du mir vorher geschickt hast. Eine Sache, die auch mit drin steht, ist der Titel Unternehmer des Jahres, den du mit 25 Jahren bekommen hast. Oh, da war ich noch jünger, glaube ich. Ja. Okay, also neben dem Sport auch beruflich Spitzenklasse. Welches Unternehmen war das damals? Das war die 100 World Media. Das war der Online-Werbevermarkter. Ne? Mhm. Das war 2000 oder 99 auf der Internet World in Berlin. Okay. Ich meine, das war noch die Zeit, da hast du noch das Modem mit 64K in der Ecke rattern hören. Und da haben wir, ich glaube, wenn man das heute noch vergleicht, unser Konkurrenz damals hat 4 Monate nach uns gegründet, das kennt man auch noch, ist AdPepper. Die sind auch börsennotiert jetzt. Ne? Ja, ja. Und ich habe früher, bin da eingestiegen und durfte quasi Werbebanner verkaufen. Und meine Klientel war damals schon, da war ich 24, glaube ich, oder 24. Unsere Großkunden waren Lufthansa, die Consorsbank, ne? Damals noch Corteil Consors, glaube ich. Ja, ja. Und da haben wir die Werbevermarktung aufgebaut, bevor es überhaupt Online-Media-Budget gab. Also es gab es zu meiner Zeit nicht. Ne? Okay, das heißt, ich habe beim Offline-Marketing-Chef angerufen und habe gesagt, hier, wir machen hier eine geile Kampagne für euer Börsenunternehmen, für Finanzmarkt, und haben dort Werbeflächen vermarktet. Ne? Mhm. Heutzutage ein Riesenthema. Ne? Ja, klar. Und da waren wir ja Vorreiter, muss man sagen, weil da kann man ja sagen, wir waren der erste Werbevermarkter in Deutschland und eine gewisse Zeit lang auch der größte. Ja. Okay, ja, stark. Du hast zu dem Zeitpunkt ja nicht nur viel Geld verdient, sondern auch viel Geld ausgegeben. Sport wegen ist so ein Thema bei dir. Du bist ja auch gelernter Karosseriebauer, also da hängt dein Herz so ein bisschen dran, und auch ein Ferienhaus auf Mallorca habe ich gelesen. Ja, wo du das jetzt herweist, das würde mich jetzt auch mal gerne interessieren, aber gut, naja. Ich habe meine Wege. Er hat seine Arbeit gemacht. Tatsächlicherweise, also dafür bin ich auch wirklich einfach dankbar. Ich glaube, ich habe es auch im Buch ja beschrieben, auf das wir ja später noch kommen, ist ja, meine zweite Stelle war in dieser Internetzeit, ich bin da abgeworben worden nach Köln. Wir können auch, also ich bin da auch immer ein bisschen offener, ich bin da ein bisschen amerikanisch programmiert bei dem Thema, auch über Geld zu reden, also was ich heute noch verrückt finde, ja. Ich bin abgeworben worden nach Köln, kann man eigentlich so sagen, und die Geschichte war damals so, die wollten mich haben, ich habe das dann abgelehnt, weil mir das mit dieser New Economy und Börse alles ein bisschen zu verrückt war. Mhm. Beim zweiten Versuch hatte ich dann ein bisschen Differenzen mit meiner damaligen Firma, und dann habe ich mir gedacht, wie schaffe ich es, dass ich nicht nach Köln gehe, ohne nochmal abzusagen? Meine Freundin hat damals gesagt, verlange einfach so viel, dass sie dich nicht nehmen. Okay. Und dann dachte ich mir, nicht die dümmste Idee, ne? Und dann war ich da so 24, 25. Und das war die Stock World Media AG, und die wollten mich als Chef haben für Vertrieb und Marketing. Und dann habe ich dann hingeschrieben mit 24, 25. Ich bin ja gelernter Karosseriebauer. Man muss wissen, damals war quasi der Gehaltssprung von 2.200 Mark auf 3.500 Mark brutto. Und ich sitze in einem warmen Büro, für mich ein Quantensprung. Okay, ja. Und in Köln habe ich dann schlappe 11.000 Mark verlangt, einen Firmenwagen, eine Firmenwohnung, Flugtickets heim nach Hause und noch so, und ich glaube 50.000 Mark Ablöse wollte ich noch haben, weil es kriegen ja Fußballer auch. Dachte ich mir, das schreibe ich denen, ja. Okay. Und dann habe ich wochenlang nichts gehört, und an dem Freitag ruft mich meine Frau an und sagt mir, oder meine Freundin damals, meine ich, du hast Post aus Köln. Und ich dachte mir so, Post aus Köln? Komisch. Ich wusste nicht, wer sein kann. Ja, die Firma saß in Leverkusen, aber ich habe immer Köln im Kopf. Ja, da lag dann mein Vertrag drin, ne? Und ja, alle Bedingungen erfüllt. Okay. Und ich bin dann 2 Jahre lang immer mit dem Auto heimgefahren, habe meine Freunde am Donnerstag angerufen, weil ich dann, ne, Freitag Homeoffice. Und ich habe immer gesagt, ich bin der teuerste Auszubildende Deutschlands. Weil was ich da gelernt habe, jetzt mal abgesehen vom Geld, dass ich gut gespart habe, und mir dann auch meinen ersten Oldtimer zu holen. Ja, ja. Es ist unfassbar, was ich in der Zeit gelernt habe. Ne? Also ich ehrlicherweise, wenn ich nochmal zurückdrehen würde, würde jemand sagen, du kannst jetzt das Gleiche lernen und kriegst nichts dafür, dann muss man es machen. Weil das, was ich gelernt habe, ist der Hammer. So, ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Unsere Werbepartner vom Imperial in Nürnberg haben sich in Kooperation mit Mercedes-Benz für die Zeit während des Lockdowns was ganz Tolles überlegt. Und zwar Imperial at Home, die High-End-Küche für zu Hause. Das Team rund um Sternekoch Alexander Herrmann hat leckere und vor allem hochwertige Menüsets zusammengestellt, bestehend aus 5 Gängen, Starter, Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang und Dessert. Alle Feinschmecker unter euch können sich also ganz bequem zu Hause beliefern lassen und mit wenigen Handgriffen ein ganz wunderbares Dinner für eure Liebsten zaubern. Und weil dem Imperial neben Qualität das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, werden die Menüsets natürlich nur von der neuen Elektroflotte von Mercedes-Benz geliefert.
Das Ganze ist für zwei Personen ausgelegt und kostet 198 Euro. Und weil so ein Dinner mit einem leckeren Rotwein natürlich noch viel besser schmeckt, bekommt ihr bei der Bestellung via Mail oder Telefon außerdem mit dem Rabattcode RUNPODCAST eine Flasche Cuvée Noir von Emil Bauer gratis on top. Wenn ihr es euch also trotz der aktuellen Umstände zu Hause mit dem oder der Liebsten gut gehen lassen wollt, schaut jetzt bei aha-imperial.de vorbei und bucht euch euer Imperial Dinner at home. Ja, klingt alles, als wär's alles top gewesen, aber dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, an dem du auch das erste Mal so ein bisschen mental mit Problemen zu kämpfen hattest. Vielleicht magst du da einfach mal selber erzählen, so welche Themen, welche Probleme waren das, die dich da so ein bisschen auf die schiefe Bahn haben kommen lassen. Schiefe Bahn klingt gut. Klingt nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja. Aber das macht man ja hoffentlich in den gesunden Zeiten, ja. Ja. Ja, das erste Mal, wo es mich mental zerschossen hat, war, ich glaube sogar, dass es sogar noch viel früher angefangen hat, 2006 habe ich mal eine Viruserkrankung bekommen, ein Epstein-Barr-Virus nennt sich das, geht in die Virusgruppe von Mumps. Und als Kind ist es simpel, als Erwachsener hat es mich dann bis auf die Intensivstation geknallt und 42 Fieber. Okay. Und da löst sich der Mensch dann innerlich auf, ne? Also man stirbt an der inneren Verhitzung. Mhm. Ne? Und da wurde mir erstmal bewusst, wie wichtig quasi das Leben ist. Und da waren so meine ersten Gedanken noch, ob das hier, was ich mache, alles so richtig und sinnig ist, ne, sozusagen geiles Leben, Autos, Spaß, ne, immer dankbar gewesen für mein Leben, aber habe mich natürlich auch früh gefragt, ob das alles ist. Und so richtig hat's mich mal aus der Bahn geschmissen, so 2008, 2009, würde ich sagen. Das war auch zu der Zeit, wo Robert Enke das passiert ist, als der sich vor den Zug gestellt hat. Da lag ich nämlich zu Hause mit meiner ersten doch kurzen, aber heftigen Depression. Und bei mir sind zwei Sachen ins Wanken gekommen. Ich hatte riesen Streit in meiner damaligen Firma, wie immer halt um Geld, um was sonst. Ich habe das dann auch aufgegeben und gerne abgegeben, damit ich bloß keinen Stress habe. Und meine Frau hat zu der damaligen Zeit zweimal das Kind in der Schwangerschaft verloren. Okay. Ja, und da kann man ganz salopp sagen, das war der Anfang vom Ende. Das hat mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ab dann habe ich die letzten Jahre bis 2018 ja funktioniert und hatte auch phasenweise immer noch ein schönes Leben. Aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich laufe nicht rund, würde ich mal sagen. Nach außen hin hat es keiner gemerkt, ne? Aber ich in mir habe immer gewusst, ich laufe einfach nicht mehr rund seitdem. Ja. Und ja, das war ein langer Prozess, auch mit schwierigen Zeiten. Und ja, mit zwei schweren Depressionen, ne? Mit einer kürzeren und mit einer sehr langen. Ja. Mit welchen Fragen, mit welchen Gedanken beschäftigt man sich in so einer Phase? Also vielleicht kannst du ja da einfach mal mitnehmen und da so ein bisschen Einblicke geben. Ja, man stellt sich natürlich dann schon die Frage, ne, warum ich, ne, warum wir damals, ne, meine Freundin damals dann das Kind verloren. Das ist natürlich auch wirklich ein sehr unspaßiger Moment. Wir waren dann auch schon in der zweiten Runde dann auch mit einer künstlichen Befruchtung dann auch schwanger gewesen. Dann ist es wieder schiefgegangen. Das zehrt einfach an den Nerven und dann kommen, sag ich mal, Fragen auf, die man nie beantwortet bekommen wird. Nämlich, warum wir, warum uns? Und dann kommt natürlich auch immer mehr, ne? Sollen wir sich vielleicht mal trennen? Weil Familienplanung ist ja immer noch eins der Kernsachen im Laufe des Lebens, ne? Was man dann so macht und eins der natürlichsten Dinge überhaupt in dieser Gesellschaft, die ja sehr von unnatürlichen Dingen getrieben ist, ja. Und ja, du beginnst dich einfach an zu quälen mit Sinnfragen und auch so salopp zu sagen, du fragst dich natürlich auch, warum soll ich mich an Regeln halten, wenn quasi die anderen Sachen man nicht bekommt. Ne? Und dann hat man halt Streitereien auf der Seite, dann geht's da um Geld in der Firma, den Kampf, den man ja im Berufsleben quasi führen kann. Ne? Also, und ich bin auch nie einer gewesen, der einen Fight aus dem Weg gegangen ist. Verbal meine ich jetzt das natürlich, im Sinne von, du bist ja dauernd im Geschäft, beim Machen und, aber natürlich, ich kam immer mehr in die Sinnfrage und das wurde auch immer schlimmer und ich bekam halt leider nie eine Antwort, ne? Wir haben dann noch mal versucht zu adoptieren, sogar in Afrika. Ich war in Afrika bei einer Adoptionsagentur und dann haben wir versucht, in Äthiopien zu adoptieren. Da hatten wir dann leider, muss man auch sagen, Pech, ne, mit dem Thema, dass Äthiopien dann nach 3 Jahren, wo wir im Prozess waren, das ist ein langer Prozess, ne, man kann 3 Jahre lang auch seinen Wohnort nicht kaum verlassen, okay, weil in der Adoption läuft es so, dass du kriegst dann
irgendwann aus heiterem Himmel Post mit dem Kindsvorschlag. Und du musst dann innerhalb von 5 Tagen annehmen und ins Land reisen. Das heißt, ich kann nicht in Urlaub, weil wenn ich in London bin oder irgendwo im Urlaub, kriege ich ja meine Post nicht, ne, sozusagen. Ja, ne? Klar, ja. Und ja, das ging dann auch schief, weil die haben dann die Adoptionsregeln geändert. Dadurch wurde die Geschwindigkeit der Adoption, wann man dran ist, deutlich verringert. Ja. Und wir haben dann auch für uns dann mal festgestellt, es soll einfach nicht sein. Das war, glaube ich, eine ganz gute Feststellung. Aber gleichzeitig ist es dann so, dass es natürlich an einem nagt, wenn man es dann auch nicht gut verarbeitet. Und wie will man sowas verarbeiten? Das kannst du auch nur über die Zeit. Und gleichzeitig stürzt man sich dann wieder in Arbeit und Stress. Ne? Und das sind so zwei Sachen, nicht verarbeiten und gleichzeitig Stress, das ist Gift. Ja, klar. Für die Seele. Ja, ich meine, jeder hat ja mal schwierige Phasen und auch mal einen Durchhänger, in denen er viele Dinge hinterfragt, Beziehungen, Beruf, Familienplanung zum Beispiel. Aber es ist ja nicht immer gleich eine Depression. Wie siehst du das? Also wo ist da die Trennung zwischen mal einem Durchhänger und ab wann ist es dann wirklich eine Depression? Ja, also wie du schon sagst, ne, das hatte jeder, das kann man auch auf die leichte Schulter nehmen. Da kann ich auch sagen, dass in der ganzen Zeit ich viele Momente hatte, wo man sagen kann, das hat auch ein Gesunder. Ne? Wenn du natürlich dann quasi so eine Depression dann immer mal wieder wochenweise hast, also nicht Tage oder stundenweise, wie der Gesunde, würde ich jetzt eher mal sagen, oder 2-3 Tage, ne? Ja, ja. Sondern einfach mal immer 2 Wochenblöcken, dann wird schon anstrengender. Und die Definition von tatsächlicher Depression, ne, ist folgendermaßen, dass wenn du quasi mehrere Punkte, die zu einer Analyse einer Depression zählen, wie Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, Lustlosigkeit und das in Kombination mit seelischer Qual und negativ starken Gedanken und richtig kräftige Antriebslosigkeit über einen längeren Zeitraum als 2 Wochen da ist, dann spricht man von einer beginnenden Depression. Ne? Okay. Du sagst ja auch selber, alle diese Erlebnisse haben dich ja trotzdem jetzt genau hierher geführt und du nennst es ja auch selber eine Mission. Also die Mission, den Menschen zu helfen, denen es dann genauso geht wie dir damals. So, erzähl da mal ein bisschen so über die Mission, die du dir gesetzt hast. Ja, also die Mission ist ja auch, finde, das werden viele kennen. Man hat sich ja schon oft, glaube ich, wenn man einen Tiefpunkt hatte, versprochen, wenn ich jetzt aus dem Tiefpunkt rauskomme, aus der Situation, aus einer Krankheit oder sonst was, dann ändere ich was. Hatte ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben und habe es auch nicht dran gehalten. Ja, diesmal war es dann so, dass mein Tiefpunkt ja war, als ich in der psychischen Klinik war. Ja, und in den ersten Tagen ich das froh, dass es so ein Haus überhaupt gibt, ja, muss man sagen. Und es hat auch mehr was mit Erholung zu tun, als wie jetzt nur Klinik, sondern das ist echt toll dort, muss ich sagen. Ja. Mhm. Und ich war ja wirklich am Boden zerstört. Und dann habe ich aber gesehen, dass es noch schlimmer geht, weil ich bin dann auf dem Gelände auch mal spazieren gewesen. Und habe dann gesehen, dass es einfach noch Menschen gibt, denen geht's ja noch schlechter als mir. Ne? Und jetzt war ich ja am Boden zerstört. Hab 4 Monate Suizidgedanken hinter mir. Ja, da muss ich auch immer dazu sagen, das eine ist eine Depression, die gibt's leicht, mittel und schwer. Mhm. Ne? In schweren Depressionsfällen, wie bei mir, hat man in 70% der Fälle Suizidgedanken. Okay. Und das ist auch, wo ich sage, so war es bei mir und so steht's auch im Nachgang überall, wenn man, so wie ich das ja jetzt schon fast studiert, ja, dann sollte man auch in die Klinik gehen, weil ich würde immer sagen, die normale Depression, die hätte ich noch Jahre ausgehalten. Ne? Mhm. Also diese Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, damit bin ich ganz gut durch den Tag gekommen. Als diese Nebenerscheinung, Suizidgedanken und Ängste in meinem Kopf Dauergast geworden sind, das hat mich in die Knie gezwungen. Das andere hätte ich lange ausgehalten, ja. Und jetzt habe ich den Anschluss an die Frage vergessen, jetzt muss mir mal helfen. Wohin muss ich denn? Ich habe zu weit ausgeholt. Na, generell so einfach die Mission so ein bisschen. Ah, ja, genau. Ja, und in der Klinik war ich dann, war ich spazieren und dann bin ich an der, wie man es im Volksmund nennt, geschlossenen vorbeigelaufen, auf der Rückseite. Und das waren so 100 Meter Entfernung, aber ich habe die Gitter gesehen und da waren 2 Leute, die haben geschrien wie am Spieß und das eine ganze Stunde durch. Ne? Okay, und da habe ich mir gedacht, Alter, das kann ja noch schlimmer werden. Und da ist es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und an dem Tag habe ich mal wieder von einem diesen, noch nicht vielen, aber auch an dem Tag habe ich mir geschworen, wenn ich das hier packe, ne, und das loswerde, dann höre ich mein altes Leben so weitgehend auf, okay, und werde mich quasi der Mission widmen, dafür zu sorgen, dass es
mehr Linderung gibt und weniger Menschen hoffentlich in meine Situation kommen, weil die Aufklärung rund um psychische Erkrankungen, seelischen Stress, wie funktioniert mentale Power, ist einfach ungenügend. Ne? Mhm. Und in der Darstellung, wie so ein Verlauf ist von so einem Prozess ist, ich nenne das immer vor der Klinik, in der Klinik und nach der Klinik. Und vor der Klinik und nach der Klinik ist die Versorgung bei uns in Deutschland eine Katastrophe. Einfach, ich kann es gar nicht anders sagen. Du bist so alleine gelassen, ja. Am schlimmsten, finde ich, ist es nach der Klinik. Und das hat mich einfach dann schon in der Klinik, habe ich mir das als Marker gesetzt. Es könnte was für mich sein als Mission, als was Sinnhaftes, was ich tun möchte. Ja, was Neues auch. Ja, ich bin ja da auch so ein Tausendsasser. Ich greife ja auch Sachen dann gerne an. Ja, und dann bin ich aus der Klinik raus und habe mir gesagt, habe ein Konzept gemacht, bin dann von so 7 Wochen, glaube ich. Ja, und habe mich natürlich gleich übernommen, ne, weil ich mir gedacht habe, ich baue eine Firma, ich mache eine Mission, ich schreibe ein Buch. Und übernommen nicht, weil ich habe es schon hingekriegt, aber ich musste ja noch gesund werden, ne, weil die Rückfallquote nach einer Klinik ist, da würde ich ja fast mal den Ball rübergeben. Was schätzt du, wie hoch die Rückfallquote nach so einem psychischen Aufenthalt ist? Schwierig. Sag mal irgendwas. Erste Zahl, die dir einfällt. 30-40%? Die Rückfallquote ist offiziell bei 80%. Also ich bin ja raus und habe mir gedacht, kann mir gleich wieder drauf einstellen, dass ich wieder reingehe. Ne? Also ich habe davor auch keine Angst, weil ich bin froh, dass es das gibt, weil es echt herrlich ist und es hat auch nichts mit einer Klapse zu tun, ja, sich mit sowas da behandeln zu lassen. Aber als ich das gelesen habe mit 80%, habe ich mir gedacht, sag mal, spinnt ihr? Aber ich habe jetzt ich habe es ja durch sozusagen, ne, weil die schlimmste Zeit ist so das erste Jahr nach einer Klinik, ja. Und ich verstehe, dass es 80% ist, weil du einfach alleine gelassen bist, ne. Also ich arbeite gerade an einem Seminar für nächstes Jahr, vielleicht auch an dem zweiten Buch, Masterplan aus der Krise, weil ich es tatsächlich planerisch gemacht habe, mich rauszuarbeiten. Und diese Wörter, die, ich kann das auch immer noch nicht hören, aber ich weiß, dass es immer richtiger wird, ja. Achtsamkeit, sei achtsam zu dir, ja. Wo ich mir gedacht habe, what the fuck, was achtsam, ja. Leg mich am Arsch, ja. Leb dein Leben und mach weiter, ja. Das geht halt bei mir gar nicht mehr, ne. Also so, ich bin ja so ein 400% Arbeitsdynamo. Okay. Ja. Und das geht immer noch phasenweise. Aber ich muss ultra aufpassen, weil ich habe ja so eine verdeckte Bipolarität. Ne? Also bipolar ist so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, sagt man so im Fachjargon. Das ist eine schwere psychische Erkrankung. Das ist quasi voller Antrieb oder volle Depression. Also gehst immer rauf und runter, extrem. Ne? Und deswegen muss ich ultra pendeln. Ne? Ich fühle mich eigentlich schon seit 1,5 Jahren wie so ein Boxer. Ne? Guter Tag, nicht so guter Tag, guter Tag, nicht so guter Tag. Ja. Aber ich bin sehr, sehr stabil. Mir geht's sehr, sehr gut. Wenn ich nicht wüsste, dass ich mal krank war und wie schlimm es sein kann, würde ich gar nicht mehr achtsam sein, wahrscheinlich. Ne? Aber deswegen bin ich jeden Tag achtsam und pass auf, dass ich meinen Energiehaushalt, ich wusste übrigens in deinem Alter nicht, dass es einen Energiehaushalt gibt, weil ich war jeden Tag voll drauf, ja. Ohne Drogen wohlgemerkt. Und ja, und seitdem verfolge ich einfach hart das Ziel, dort einfach mehr Aufklärung reinzubringen und das ganze Arztthema, nennen wir es medizinische, auch zu verdeutschen, weil das versteht ja auch alles da keiner. Ja, ne? Ich gehe ja zur Uni in Erlangen als Gasthörer zum Thema Psychologie. Das ist ja, wie das Normalsterblicher verstehen soll, was die da erzählen. Oder auch bei meinem Therapeuten oder beim Psychiater oder in der Klinik. Das ist schon, muss ich sagen, da ist noch echt viel Arbeit da, damit die Leute sich mehr mit sich auseinandersetzen, damit sie nicht in so eine Situation kommen. Okay, ja, aber das bringt mich tatsächlich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich das Buch Gegen das Tabu heißt das gute Stück. Und da vielleicht erstmal zur Namensgebung. Ne? Also glaubst du, dass Depressionen immer noch Tabuthema sind? In den letzten Jahren ist ja viel passiert. Man hört ja ständig, dass es da viele Bücher dazu gibt, viele Seminare, viele Coachings und so weiter. Aber glaubst du tatsächlich, es gehört immer noch zu einem Tabuthema? Also ja. Also was mich jetzt betrifft, ist, glaube ich, es ist einfach eine Frage deines eigenen gesellschaftlichen Umfeldes. Mhm. Ja, ich höre das ja auf unseren Kanälen, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, ob das jetzt Instagram ist, Facebook, E-Mail, Telefon. Ja, also es ist einfach schon eine gesellschaftliche Frage auch. Ja, in meinem Umfeld muss ich sagen, bin ich Gott froh. Ich habe mich relativ früh im Bekanntenkreis zugegeben oder wie auch mitgeteilt, dass ich das habe. Und Feedback war mega, muss ich sagen, weil es war einfach normal. Aber ich kriege das ganz, ganz viel mit. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein riesen Tabuthema, weil es gibt eine ganz einfache Frage. Die Umfrage wäre spannend. Wer würde bei seinem Arbeitgeber bekannt geben, dass er Depression hat?
So, und die Quote ist garantiert bei deutlich über 60-70%, die es nicht machen würden, ja. Ich vermute sogar, dass es 90 sind, ja, weil damit gesteht man sich ja ein, dass man schwach ist, ne? Ja, das genau. Darf man nicht vergessen, ne? Weil ein gebrochener Fuß ist nicht schwach, ne? Eine gebrochene Hüfte, Krebs, es wird bedauert, ja, ist ja auch eine Katastrophe als Krankheit, ja. Bei Depressionen nehmen die Leute schon Abstand, ne. Da gibt's ja Menschen, die glauben, es ist ansteckend, also, ne. Ja, würde ich schon sagen, ja. Wahnsinn. Glaubst du, dass auch wahrscheinlich eher auch Männer Probleme haben, sich mitzuteilen als dann Frauen? Das muss ich jetzt kurz erstmal verarbeiten, die Frage. Ich hab das tatsächlich mal gelesen. Ich finde die Frage in einem Beitrag in der Recherche und so, und dann habe ich einen Beitrag dazu gelesen und da hieß es, dass vor allem junge Männer, die jetzt karrieretechnisch steil bergauf gehen, dann irgendwie in Managerpositionen kommen, die dann irgendwie Probleme haben, weil sie sagen, ich mache mir jetzt alles kaputt, ja, was ich mir aufgebaut habe, wenn ich jetzt zum Chef gehe und sage, hey, mir geht's nicht so gut. Ja, also das ist absolut so. Ne? Das ist, Frauen haben damit weniger Probleme, wenn man das so sagt, aber Frauen sind auch einfach näher bei sich. Wir Männer sind halt eher weit von uns weg. Ne, der Lieblingssatz, heute bist du nicht gut drauf. Naja, bin irgendwie ein bisschen depressiv. Ach komm, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen und weiter geht's. Ja, genau, ja. So redest du ja als Mann mit dir selber ein bisschen, ne? Oder deine Kumpels oder sonst irgendwas. Naja, das ist ja auch, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, stelle ich auch fest, ja, dass wir Männer einfach auch eigentlich fast schon alles als Wettbewerb sehen. Mhm. Ne? In der Arbeit, im Privatleben, größere Autokleider, das ist ich habe immer das Gefühl, so wenn ich auf meine Vergangenheit schaue, das ist schon so ein permanenter Wettbewerb, und das Thema hier so Penisvergleich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf in einem Podcast. Also das ist schon so ein bisschen so bei uns. Wir sind da schon ein bisschen noch immer Neandertaler, wir Kerle. Ne? Okay. Also, hat auch seine guten Seiten, aber da kann man schon mal ehrlich sein. Ne? Dass man wir sind immer im Wettbewerb, und das ist dann und der Wettbewerb meine ich ja im Wettbewerb. Wer ist der Bessere? Wer ist der Höhere? Und so weiter, ja. Ich konnte mich da selber, was mich selber mit meiner eigenen Seele betrifft, immer gut raushalten, weil ich immer, auch in meinen Unternehmungen, immer nur die Ziele hatte, meine eigenen Ziele zu erreichen und mich nicht zu vergleichen, ne? Mhm. Das ist mir immer schon immer wichtig gewesen, ne? Wenn ich mir ein cooles Auto gekauft habe, ich bin amerikanischer Sportwagen-Fan, ne? Das ist ja in Deutschland jetzt zum Beispiel nicht so angesehen. Das war mir schon immer wurscht, weil was mir gefällt, gefällt mir halt, ne? Ja, klar. Aber ansonsten, ja, das ist absolut. Also Frauen sind da viel empathischer für das Thema, ja. Ist auch, ich habe letztens eine Postkarte gesehen, die fand ich ganz witzig. Suche 5 engagierte Männer oder eine gute Frau. Die Postkarte, die nutze ich immer bei Bewerbungsgesprächen. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade 2 Tendenzen bei uns jetzt, auch im Institut, das ich ja gerade aufbaue. Ich schaue mir lieber noch eher meine Frau an für den Job. Okay. Und Vorerkrankung erwünscht. Hatte ich letztens in der Stellenbeschreibung drin. Wir sind überrannt worden mit Bewerbungen. Okay. Ne? Überrannt. Ne? Also wir konnten gar nicht aussortieren. Wir haben in einer Woche, glaube ich, 86 Bewerbungen bekommen. Ne? Und die waren alle gut. Also nicht irgendwie, ich will da, die waren alle gut. Ne? Und ja, absolut, wir Männer verstecken uns doch da immer noch gerne. Vielleicht bin ich auch eine Frau. Ne? Also kann man natürlich auch sagen, ne? Ja, klar. Vielleicht würden jetzt Männer sagen, der ist halt kein Kerl. Ja? Aber ja, müssen andere entscheiden. Ja, klar. Wie läuft jetzt die Mache von einem Buch ab? Also lass uns da mal einsteigen. Geht man jetzt vorher auf Verlagssuche oder schreibt man erst das Buch und sucht sich dann einen Verlag raus und hofft, dass da jemand was veröffentlicht? Also wie läuft da so der Prozess dahinter ab? Naja, das ist eine witzige Frage. Also ich hatte den Traum mit einem Buch schon mal vor so 10 Jahren, nur mit dem Gedanken, weil ich halt so viel erlebe und so viel verrückte Sachen im positiven Sinne mache. Mhm, aber das will ja keiner lesen, ja. Und das mit dem Buch fing an, dass ich nach der Klinik mir gesagt habe, das schreibe ich mir jetzt mal alles auf, was ich da so erlebt habe. Ich habe schon Tagebuch geführt in meiner Depressionszeit, so stichpunktartig, weil ich bin schon recht faul beim Schreiben, muss man sagen. Okay. Ja. Und ich würde sagen, wenn meine Freunde auf mich wetten würden, schreibt er ein Buch oder wird er Außenminister, würden alle auf Außenminister wetten. Okay. Ich auch. Also ein Buch schreiben und ich, also das passt gar nicht zusammen. Ne? Okay, okay. Aber auf der anderen Seite liebe ich natürlich Challenge und habe mir das dann vorgenommen. Ja, wie läuft das ab? Dann lass mich mal kurz nachdenken. Wie lief's bei mir? Also, ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das Thema mit der Idee mit dem Buch nicht loslässt. Und das ist eine gute Zusatzgeschichte, um mein Institut sichtbar zu machen, um meine Situation sichtbar zu machen für alle, die nicht so gut connected und gut im Leben stehen. Also einfach an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Mhm.
Ja, dann tanzt man da monatelang um ein Stück Papier rum oder um eine PowerPoint, wie in meinem Fall. Und dann habe ich den glücklichen Zufall gehabt, dass ich aus meiner alten Welt einen Verleger kenne von einem renommierten Buchverlag, mit dem ich immer in der alten Welt, in meiner alten Berufswelt gut konnte. Und die habe ich dann mal angerufen, um nur zu fragen, wie kriegt man denn einen guten Verlag? Weil ich nicht bei ihnen unterschreiben wollte, weil die einen anderen Schwerpunkt haben vom Inhalt her eigentlich. Okay, ja. Ich wollte wissen, wie komme ich denn an Bastei Lübbe ran und so, ne? Deswegen habe ich mich mit dem zum Essen getroffen. Und der hat mir das auch erklärt, wie dieser Buchmarkt funktioniert, und hat mir eigentlich auch fast erklärt, dass es fast keine Chance ist. Weil das ist ein Übermarkt an Angeboten da. Leute, die ein Buch, gehen mal in Italia rein und dreh dich einmal um 360 Grad. Ja, klar. Ja. 7.850 Bücher auf 3 Quadratmeter. So hatte ich das Gefühl, als ich da drin stand. Und dann habe ich ihn 2 Wochen später nochmal angerufen, weil ich irgendeine Frage hatte und da war er sauer. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, ey Georg, also du kannst mich alles fragen, aber warum fragst du eigentlich nicht uns? Mhm. Und da habe ich gesagt, weil ich nicht glaube, dass ihr es verlegen wollt. Da sagt er, doch, wir finden das Thema spannend, wir finden dich super, ne, wir kennen dich ja auch, das ist der Vorteil. Wir wissen ja, was du für eine Arbeitsmaschine bist. Deswegen haben die sich auch gesagt, na, die Vermarktung wird auch spannend, wenn du das machst, ne? Und da hatte ich einfach, ja, wie so oft, also andere würden ja sagen, ich hätte jetzt auch fast gesagt, ich hatte Glück, ne, aber ich bin halt einer, der immer gut connected ist, Steine umdreht und dann hatte ich sozusagen das Angebot am Tisch, sie würden das Buch mit mir machen, ja, aber das war in dem Moment noch eine mündliche Aussage. Mhm, das hat mich aber dann so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, danke, gib mir mal ein paar Wochen, weil ich muss jetzt mal irgendwie 2 Buchstaben auf dem Papier bringen, weil ich habe ein bisschen Schiss vom Schreiben, ja. Und da war es dann so, dass ich einen riesen Affen gemacht habe, Ghostwriter gesucht, weil ich ja sicher war, ich schreibe das Buch nicht, ne, weil schreiben, ne, das ist, ich bin ja ein Internetkind, das heißt, ne, eine E-Mail, die länger als eine halbe Seite ist, ist schon ein Roman, ne? Und alles andere mache ich in PowerPoint-Konzepte, ne? Ja, dann habe ich kurz gesagt, lange gesucht und habe irgendwann festgestellt, das wird nichts. Video, Tonband, Ghostwriter, das wird eine Katastrophe, ne? Und dann habe ich mich an einem Wochenende am Samstag hingesetzt, habe zu Hause Bescheid gesagt, ich bin jetzt unten in meinem Arbeitszimmer und du, ich kann sein, dass ich 2 Nächte da unten bleib, weil ich muss jetzt gucken, was rauskommt. Okay, ne? Und dann habe ich meinen Laptop genommen, habe mich auf mein Sofa gelegt, was auch mein Depressionssofa mal war, also mein Rückzugsraum. Mhm, ne? Das war so mein altes Gefühl, ne? Ich gehe zurück in mich. Und dann habe ich mal die Tasten fliegen lassen und 4 Stunden später war ich bei Seite 60. Und dann dachte ich mir, oh, es float, ne? Ja. Dachte ich mir, geil, ne? Da bin ich dann raus und dachte mir so, also es läuft, ne? Und dann, ja, dann hatte ich noch 2 gute Leute mit an Bord, die mich unterstützt haben bei dem Thema Grammatik, Satzbildung und dem ganzen Zeug. Da bin ich nicht so gut drin, weil ich bin Flow und Schreiben. Okay, aber es ist ein Brett an Arbeit, muss ich sagen, ne? Also es ist, also hinten raus, ich weiß noch, ich hatte das Buch in der ersten, ich habe das Buch 3-mal geschrieben. Also man muss wissen, ich habe das erste Buch geschrieben, das waren dann so 220 Seiten und dann haben mir der Gegenleser, der liebe Jochen, hat dann gesagt, ja Georg, ich verstehe keinen Satz, weil ich immer in dem Satz quasi die Hälfte mir gedacht habe und nicht hingeschrieben habe. Okay. Das habe ich dann gelesen und gedacht, oh, das kann ja keiner redigieren, ne, weil die Hälfte halt fehlt. Dann habe ich gesagt, alles klar, lass es, ich schreibe es nochmal. Ne? Dann habe ich es nochmal geschrieben und dann war es da, dann war es lesbar. Dann fehlte aber noch die Hälfte, ne? Weil ich hatte 66 Kapitel als Ideen, also Überschriften. Ja, und dann entwickelt sich das so. Und dann hatte ich einfach ein super Team, ne? Ich hatte da jemanden zum Gegenlesen, der auch fachlich Ahnung hatte von Depressionen und sowas. Das war gut. Ja. Und der ist selber Sprachwissenschaftler. Also der hat mir geholfen bei der Stilistik. Okay. Hat mir ein Riesenkompliment gemacht, hat gesagt, Georg, du schreibst wie Beethoven. Ich dachte erst, das ist ein Kompliment, bis ich dann festgestellt habe, das ist kein Kompliment, weil Beethoven findet nie ein Ende, so wie jetzt beim Reden. Ne? Merkst du? Der hat mir dann gesagt, Georg, du musst mal einen Punkt machen. Ja, und das habe ich dann auch noch gelernt. Und es ist eine scheiß viel Arbeit, muss man sagen. Ne? Das ist ja, damit verdienst du auch kein Geld mit so einem Buch. Ne? Also da musst du schon, keine Ahnung, wie viel verkaufen, aber ich sag mal, die, keine Ahnung, 98 Cent, die du pro Buch kriegst, also ne, die spende ich dann auch gerne. Ja. Es ist ein Brett an Arbeit, es macht sau viel Spaß. Ich bin super stolz drauf, muss ich fast sagen, weil das ist so eine Sache, wo ich mir nie damit gerechnet hätte, dass ein Buch im Thalia steht, ja, und ich finde es immer noch spooky. Und ja, also ich habe gebraucht an Zeit mit Planung 5 Monate. Und das ist, glaube ich, viel, viel zu kurz. Ja, das liegt aber auch daran, weil ich hatte Zeit, wirklich wochenlang nichts anderes zu machen. Ne? Mhm. Also ich war immer phasenweise 3 bis 7 Tage voll am Stück dran, 10 Stunden am Tag.
und der Rest war nur schlafen. Also da hat mir auch Corona geholfen, weil du durftest ja nicht raus. Ja, klar. Ja. Und dann habe ich meinen Führerschein noch abgeben müssen. Okay. Dann durfte ich gar nicht mehr weg sozusagen. Dann bin ich auch aufs Fahrrad umgestiegen. Das war auch ganz gut. Aber das war ganz gut. Also das ist auch so, eigentlich darf ich es keinem sagen, aber wenn jetzt tatsächlich der zweite Lockdown kommt, dann werde ich mich direkt ans zweite Buch anhängen, weil da habe ich eh nichts anderes zu tun. Was, ne? Sonst, ne? Ja, das ist, also ich will nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, weil es ist ja scheiße mit Corona, ja, klar, aber das hat ein bisschen geholfen. Das ist keine Ablenkung, ne? Das Buch ist jetzt seit 7 Wochen auf dem Markt. Ja, oder? Ich glaube 7 Wochen, ja. Sind wir jetzt am Markt. Hast du da ein paar Zahlen im Kopf? Also wie erfolgreich ist das Buch? Also der Verlag ist sehr zufrieden, es läuft ganz gut ab. Die richtigen letzten Zahlen, die ich bekomme, ich glaube, sind 1.300 oder so verkauft, okay, ja, was ganz ordentlich ist. Man muss wissen, dass ja so ein Buch so eine Laufzeit hat von gut mindestens einem Jahr. Mhm. Und die Frage ist halt, was drumherum passiert. Ne? Wir haben gerade so die Situation, dass wir viele Interview-Interessenten haben. Aber das ist gerade, meine PR-Agentur in Hamburg sagt auch, es ist gerade sehr schwer, PR-mäßig in Kontakt zu kommen mit den großen Verlagshäusern. Interesse ist da, aber sie haben alle puren Stress mit Corona. Es ist einfach, es lähmt sozusagen das Thema, ja. Aber ich bin super zufrieden, weil es gehört auch zu meiner Mission, nicht das beste Buch zu schreiben, wobei das Feedback sehr gut ist von den Lesern. Das ist mir sehr wichtig, ja. Und für mich ist es so, ich habe das Buch gemacht. Die Leute, die mir wichtig sind und auch Fremde, geben mir da sehr gutes Feedback. Das ist mein Job. Ne? Wie gut das jetzt dann laufen wird, bin ich gespannt. Aber das wird nächstes Jahr, glaube ich, noch ein schöner Ritt, weil wir gehen ja auch auf Tour nächstes Jahr, wenn Corona dann mal vorbei ist, okay, mit meiner Mission. Ja, ja. Und die Seminare fangen an. Und dann ja, wird sich das schon zeigen. Ne? Der Weg ist das Ziel. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es geht ja bei dir doch durchaus über das Buch hinaus, ne? Also mit genau, Just George hast du ja ein Institut gegründet, wo du eben Coaching, Seminare und eben jetzt auch auf Tour gehst, ne? Und dann, genau. Wie läuft das ab? Besuchst du dann Unternehmen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also der eigentliche Plan war vor Corona, dass wir das ganze Thema psychische Welten, mentale Gesundheit in den Kontext bringen und tatsächlich auf die Bühne bringen. Da waren wir auch letztes Jahr schon sehr weit, ja, und wollten quasi in 10 Städten abends auf die Bühne gehen mit so einem 4-Stunden-Programm. Und unsere Idee ist ja quasi von Betroffene für Betroffene, also mit nicht aus der Arztsicht, weil das ist ja genau die Schere, die wir haben. Ne? Wir haben eigentlich nur Fachidioten, und das meine ich jetzt im positivsten Sinne, die dir darüber einigermaßen, die dir darüber professionell helfen können, aber du verstehst da die Hälfte nicht, du willst da auch nicht hin. Ne? Ja, weil in dem Moment, wo du zum Arzt gehst, sagst du, ich bin ja plemplem. Ne? Also gehst du lieber nicht zum Arzt, weil, ne? Und unsere Herangehensweise jetzt auch in den Seminaren, die wir jetzt in fast fertig auch haben, weil wir bauen die vom Scratch selber, ne? Also das Seminar Depression hat, sind wir jetzt bei 160 PowerPoint-Folien, ja, die haben wir jetzt gerade fertig konzipiert. Jetzt geht's dann ins Programm, das umzusetzen. Das erste Training ist im Januar. Und der Plan für 2021 ist, wir bieten Gesundheitskurse an, ja, die ich auch durchlaufen habe. Ja, dazu gehört unter anderem ich in der Strumpfhose beim Yoga. So dumm, wie sie es anhört, aber es hilft, weil es einfach entstresst einen. Ne? Okay, also man muss Sachen machen, die einen entstressen. Das sind unsere Kurswelten, die wir jetzt anfangen werden ab Februar. Wir machen kostenfreie Infoveranstaltungen. Das meiste natürlich jetzt erstmal online. Aufklärung für Angehörige zum Beispiel. Ne? Wie gehe ich als Angehöriger um? Ja. Dann gibt es zwei Welten in den Seminaren. Einmal das Thema Gesundheit, Depression, Burnout, Aufklärung und Lösungsorientiertheit. Wie gehe ich damit um? Ja, was kann ich tun? Was sollte ich tun? Warum werde ich noch nicht gesund? Ja, weil einfach viele sich noch wehren gegen das, was ihnen gut tut. Und wir bauen auch gerade das Programm mentale Power. Ne? Also woher kommt eigentlich die Energie, die manche haben, mehr als der andere? Ne? Okay, ja. Daher komme ich ja eigentlich. Ne? 20 Jahre Vollgasenergie, war mir immer nicht klar, woher die kommt. Jetzt habe ich es gelernt. Und das ganze Thema haben wir einmal als Seminare, 2 Tage, 3 Tage, 1 Tag. Offline soll es natürlich werden. Solange Corona ist, werden wir es dann online machen. Mhm. Und dann möchten wir, sobald es wieder planbar ist, auf große Deutschland-Tour gehen, mit Fachleuten dabei. Also die Idee ist, dass es quasi von Betroffene für Betroffene, die wiederum dann die Fachleute befragen. Es werden Psychologen, Klinikchefs dabei sein, andere Koryphäen auf dem Gebiet, die aber von Leuten wie mir befragt werden, die einfach auch in dieser Scheiße drin gehängt waren und wussten nicht, was sie tun sollen. Ne? Und das, genau, auch den ganzen Prozess. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Therapeuten. Ne? Ich saß mal beim Therapeuten bei meinem ersten, war froh, dass ich den gefunden habe. Dann sagte er zu mir nach 10 Minuten, bei mir sind sie falsch.
Dann sage ich, wie bei Ihnen, bin ich falsch. Ja, Sie müssen zum Tiefenpsychologen. Da habe ich gelernt, dass es unterschiedliche Therapeuten gibt. Okay, ja. Das ist echt ein Dschungel, ne? Und das wollen wir über diese ganze Sachen aufklären und Lösungen aufzeigen anhand von Beispielen, wie es ich geschafft habe und einige andere Kollegen, damit man sich ein Beispiel nehmen kann und dass man halt viele Mythen auch aufklärt. Angst vor Tabletten, ne, wie ist das überhaupt mit Psychopharmaka oder Antidepressiva oder, ne? Da ist noch viel Arbeit zu tun. Ja. Okay, spannend. Wir haben ja bevor wir uns jetzt hier getroffen haben für den Podcast, haben wir auch telefoniert und du hast dann gemeint, aktuelle Medien, da schottest du dich so ein bisschen ab und willst dich eigentlich total fern von halten, was gerade so alles abgeht. Was hat's damit auf sich? Wieso? Ja, wieso? Also, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Durch die Erkrankung und durch dem, wo man sich merkt, unter anderem, warum man in sowas reinrutscht, ist extrem vielfältig. Also, ich versuche mal den Unterschied ein bisschen zu erklären. Burnout ist ja noch keine anerkannte Krankheit, aber es ist ein anerkanntes, großes Stressthema. Mhm. Burnout hat in 99% der Fälle eine Ursache. Depression hat mehrere. Okay. Ich habe mir mal aufgeschrieben nach der Klinik, natürlich auch schon im Auge für meine Seminare, was verbessere ich jetzt auf meinem Weg, back on track zu kommen, eigentlich an Themen. Und das ist gewachsen und gewachsen. Ich bin momentan bei 62 Themen, 62 Punkte, wo ich gemerkt habe, die sind nicht in Balance. Und unter anderem, was du halt ansprichst, die ganze Medienlandschaft, würde ich jetzt mal in das ganze Paket fassen, wenn man mal jeder sich zu Hause mal die Augen schließt und mal so einen Wochenplan vor sich ablaufen lässt. Wie viel Sachen und wo du Zeit damit verbringst, irgendwo in meiner Welt ist es sinnlos dahin zu daddeln. Und als mir mein iPhone immer meldet, wie viel Zeit ich in Social Media verbracht habe, und dann steht dort, der letzte Wochendurchschnitt war 7 Stunden. Dann dachte ich mir, wie 7 Stunden am Tag? Bin ich denn bescheuert? Ja, was mache ich denn da? Ja? Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich oft quasi in die Medien reinschaue, ne? Spiegel.de, Stern.de, Bild, was weiß ich, ne? Und da steht auch immer das Gleiche und leider auch immer negative Nachricht ganz viel. Und das hat mir in meiner Zeit, wo ich noch anfällig war, ne? Also in meiner Gesundungszeit bist du noch psychisch anfällig. Du schwankst sehr in deine Emotionen und in deinen Gefühlen. Das hat mir nicht gut getan. Und dann habe ich einfach, und ich habe auch gemerkt, was lese ich denn scheiße da überhaupt? Ja, am besten war es in der Anfang des ersten Lockdowns, da ging es mir auch mal 1-2 Wochen nicht gut, weil ich gemerkt habe, ich kann meine Tourplanung gar nicht machen. Und dann saß ich zu Hause in meinem Haus und guckte raus im Garten und habe gemerkt, dass alles, was da draußen gerade im Internet steht, mich nicht betrifft. Ja. Mir geht's gerade gut, ich bin gerade gesund oder ich fühle mich gut, ich sitze im Garten, die Sonne scheint, aber das beeinflusst dich, ne? Also Ärzte würden sagen, viele Sachen, die auf dich einprasseln, egal woher, machen was mit dir. Die Frage ist natürlich, was? Ja. Sie lenken dich zum Beispiel ab von deinem Ziel. Das Buch hätte ich nie schreiben können, wenn ich einfach über Monate lang nicht alles hätte reduziert. Freunde treffen, Fernsehen schauen, ich habe alles reduziert. Ne? Das ist so der Weg an die Spitze, ne? Der ist einsam. Manche nennen uns ja dann Egoisten, Narzissten oder. Aber anders kommst du nicht vorwärts, weil woher willst du die Zeit nehmen? Ja. Also, und das ist das Umdrehen. Ich habe einfach mich gefragt, was sind meine Zeitfresser, die ich eigentlich nicht brauche. Ne? Ich habe meine Handynummer geändert, damit nicht, weil meine Handynummer war 21 Jahre alt. Ja, dann habe ich mir gedacht, so, wer ruft mich da alles immer an und braucht was? Ja, und wenn ich sie anrufe, kriege ich nichts. Habe ich mir gedacht, alles klar, cut. Ich habe einfach alles gecuttet, was mir Zeit raubt und ich möchte es nicht. Und es waren halt unter anderem die Medien-Apps. Ich lese immer noch und schaue nach, aber halt nur noch 10% von vorher. Okay. Das heißt, du hattest mehr Mediennutzung, also halt jetzt so typische klassische Medien als jetzt Social Media zum Beispiel. Ja, natürlich. Also du drückst ja auf. Ich hab angefangen zum Beispiel mir zum Ziel zu setzen, dass ich nicht mehr Apps auf meinem iPhone habe wie auf der ersten Seite. So, da du schaust jetzt gerade schon mit großen Augen und überlegst gerade, wie viele Seiten du hast. Ja, ich vermute mindestens 3. Ja, vermute ich mal. Ja, und dann habe ich mich mal gefragt, was habe ich da jetzt für einen Schrott? Also, und dann gibt's ja auch Schrott, den du nie anklickst. Und dann habe ich einfach gesagt, ich bin durch meine Erkrankung eigentlich wieder zu mir zurückgefunden.
und zu mir zurückgefunden, einfach viel mehr Sachen mit mir machen und auch die natürlicher sind als unnatürlich. Nicht, dass es schlecht ist oder so, ne? Ich bin Gadget-Liebhaber und so weiter, aber ich gehe mehr in die Natur, ja, anstatt halt noch zweimal aufs Handy zu drücken. Deswegen surfe ich da auch rum wie jeder andere. Ich glaube einfach, dass bei ganz vielen Menschen die Balance nicht stimmt. Und bei mir hat sie einfach auch nicht gestimmt. Mhm. Und das sind dann so kleine, wichtige Punkte, dass ich mir einfach auch gesagt habe, ich kann mir doch nicht jede Nachricht über irgendein Thema, in dem Fall ist es ja permanent nur noch Corona oder Trump, ne, 27 Mal am Tag das Gleiche. Ich krieg's ja irgendwie dann doch rein. Im Radio, im Auto, im Internet, auf der Webseite, über irgendeine App, über Social Media. Aber es ist ja 27 Mal die gleiche Nachricht, ne? Trump erkennt die Wahl nicht an. Ja, wie oft soll ich mir das jetzt noch antun, ja? Und deswegen habe ich reduziert einfach, ne? Weil ich will bei mir sein, bei meinen Themen, ne? Ich will Quality Time haben. Ich habe eigentlich Quantität gegen Qualität getauscht, ne? Ich suche mir genau aus, auch mit wem ich ein Interview mache, weil das ist für mich Qualitätszeit, auch mit wem ich mich treffe. Ich habe viele Bekannte und Freunde, die ich leider oder Gott sei Dank nicht mehr in Kontakt habe, weil ich mir einfach viel bewusster jetzt die Frage stelle, was mache ich jetzt? Morgen, übermorgen und mit wem und mit was? Du sagst, man kriegt von überall die Nachrichten, aber vor allem Social Media spielt ja auch eine zentrale Rolle, weil da eben auch teilweise Nachrichten dann nochmal verdreht werden. Da ist ja Fake News ein großes Thema und vor allem die Diskussionen, die dann irgendwie auf Social Media geführt werden, ist ja auch nochmal ein großer Punkt, warum Leute dann irgendwie sich schlecht fühlen oder irgendwie dann auch wütend werden. So, wie siehst du das? Du bist ja relativ medienaffin. Was glaubst du, welche Rolle spielt das? Also anscheinend eine sehr große. Ja, ich sag deswegen anscheinend, weil ich bin schon immer ein sehr neugieriger Typ, was auch immer heißt, ich interessiere mich für das dahinter. Also ich stelle auch gerne Sachen erstmal in Frage. Ne? Und ich gucke mir sehr gerne an, das ist so einer meiner neuesten Tipps seit 2 Jahren, guck dir mal bitte die Quelle an. Also ich finde, es ist wichtiger denn je. Ich wollte gerade sagen, das ist das Allerwichtigste im Moment. Ja, aber das ist doch eigentlich schon immer. Ne? Ich habe das zum Beispiel witzigerweise, ich komme mal noch kurz zum Gesundheitsthema zurück, weil es ist das gleiche möchte ich kurz mal damit vergleichen. Ja, wir haben in Deutschland eine Groteskheit, was Gesundheit betrifft. Ne? Habe ich auch erst in der Klinik gelernt. Und es ist eigentlich das Gleiche, was das Thema Quelle betrifft. Ne? Eine psychische und mentale Erkrankung ist die einzige Krankheit, wo du die Genesung nicht an den Arzt abgeben kannst. Wenn du dir jetzt eine Magen-OP hast, dann gehst du rein, legst dich auf dieses Bett in der Klinik, dann wirst du reingeschoben, der Arzt, du gibst deine Verantwortung an den Arzt ab. Ne? Ja, ja. Und so sind wir das auch übrigens gewöhnt. Ne? Und du sitzt dann in so einer psychischen Klinik drin und dann sagen die zu dir, also es gibt 3 Hauptdinge, die zur Heilung führen. Ich ganz aufmerksam, aha. Tabletten ist wie eine Krücke. Also, ne, wie wenn du gerade nicht laufen kannst. Mehr nicht, die gehen auch wieder weg. Ja, der Therapeut, das Auseinandersetzen mit einem zweiten zum Thema. Und der dritte Punkt bist du selber. Da dachte ich schon, wie 33%? Ich zahle doch 100%. Ja. Ja? Das Endergebnis, ich bin jetzt 1,5 Jahre später, ich kann dir sagen, es sind 99% du selber. Und jetzt sag dir mal, wenn dein Magen da unten hier operiert werden muss, machst du 0% selber. Also gut, 1% schon, aber du weißt, wie ich es meine. Das Gleiche gilt auch für die Medien. Ich finde, dass wir da einfach, weil wir beschäftigen uns dauernd immer mit Medien, Themen, ja. Und da gibt's einfach die Sachen, brauche ich's? Ja, für mich, das ist die erste Frage, ne? Wenn man mal Social Media abdriftet in das ganze Thema höher, weiter, schneller, neue Uhr, neues Auto, neue Kleid, neue Louis Vuitton-Tasche und so weiter und so fort. Ja, ich meine, ich glaube schon, dass in der Thema mit der, lassen wir mal das Gesundheitsthema mit Depressionen und so weg, nehmen wir mal die Vorstufen, ne? Die Unglücklichkeit der Leute, der jungen Leute besonders. Ich glaube schon, dass das ein ganz großes Stück damit zu tun hat, dass die Auswahl der Möglichkeiten so groß ist, durch die Medien, durch Social Media und durch die Unwahrheiten, die da unabsichtlich auch passieren. Ne? Wenn sich da Frauen hinstellen und du guckst dir die Kanäle an, 800 Bilder, das Leben ist geil. Natürlich ist das Leben nicht geil. Das Leben ist halt geil in der Sekunde, wo du das Bild machst. Ne? Ja, und das war's dann auch. Ja, ja. Ja. Aber wir verlieren uns da drin. Die Leute, wenn so wie es ich erlebt habe, ich war halt einfach nur noch zu 20% bei dem, was ich eigentlich tun und machen will. Und zu 80% habe ich es nicht hinterfragt, sondern war da halt, ne, an dem Abend bei einer Einladung, dort auf was weiß ich was, ja, anstatt zu fragen, was will ich eigentlich am Wochenende? Und bei einer Einladung fragst du ja nicht, will ich das? Sondern sagst, ja, natürlich komme ich.
Ja. Ne? Mein Lieblingswort ist schon immer gewesen, das mit den vier Buchstaben. Weil das ist die große Kunst im Leben, zu sich selber und zu anderen einfach mal zu sagen, nein, erstmal tue ich mir was Gutes und verliere mich nicht in den Social-Media-Kanälen. Ja, aber ich meine, das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn ich da jetzt weiterrede, dann spreng ich dir hier deinen Podcast. Ja. Ja, spannend, George. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Sind wir schon fertig? Ja, wir sind tatsächlich schon fertig. Außer du hast jetzt noch ein wichtiges Anliegen, das an unsere Hörer. Ich bin jetzt gerade warm geworden. Ich habe gedacht, wir schalten jetzt weiter auf den nächsten Teil. Bis zu Ende nach knapp 50 Minuten. Ja, ich wollte vielen Dank sagen. Schön, dass ich da sein durfte. Und ja, viel Gesundheit an alle. Bleibt bei euch. Konzentriert euch auf euch. Konzentriert euch auf euer Umfeld. Schaut, dass es euren Freunden gut geht. Seid rücksichtsvoll. Und ja, habt alle eine gute Zeit auf dem Planeten. Ne? Denkt dran, die Zeit ist nur geliehen. Vielen Dank. Toller Input. Wenn man sich das Ganze selber angucken will, www.justgeorge.com. Und .de, genau. Und beides .de, funktioniert. Beides funktioniert. Okay, und auf Instagram unter? justgeorge.official. justgeorge.official. Das heißt, an alle, die sich damit mal auseinandersetzen wollen oder vielleicht auch dem George mal eine Nachricht schreiben wollen, unter diesen Kanälen erreicht ihr ihn. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Servus.